Bei einem Angriff nahe einer Synagoge auf der tunesischen Insel Djerba sind laut Regierungsangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Demnach erschoss ein Sicherheitsbeamter einer Marineeinrichtung mit seiner Waffe am Dienstag zunächst einen Kollegen. Dann nahm er dessen Munition an sich und ging zur El-Griba-Synagoge. Dort habe er wahllos auf Sicherheitskräfte in der Nähe des Gebäudes gefeuert und zwei Gläubige sowie einen weiteren Wachmann getötet, teilte das tunesische Innenministerium mit. Fünf weitere Sicherheitsleute und vier Besucher des jüdischen Gotteshauses seien verletzt worden. Der Angreifer selbst wurde den Angaben zufolge von Sicherheitskräften getötet. Ein Motiv für die Tat nannten die Behörden zunächst nicht. Der Angriff ereignete sich während der jährlichen Pilgerfahrt zur ältesten Synagoge Afrikas. Die Wallfahrt zieht regelmäßig Hunderte von Juden aus Europa und Israel nach Djerba. Die Synagoge wird streng überwacht, seit militante Al-Qaida-Kämpfer das Gotteshaus 2002 mit einer Lastwagenbombe angriffen und dabei 21 westliche Touristen töteten.